Hallo, hallo, hallo und herzlich willkommen zurück zu Sterben am Stück. Okay, wie lange habe ich das jetzt nicht gesagt? Ewig. Und dann Freddy. Hi! Aus meiner... Ich mach mal einen Monat Sommerpause, bis sich die Temperaturen abkühlen, sind dann irgendwie doch, 9 oder 10 Monate geworden. I don't know. Es ist eine Weile her, auf jeden Fall, dass ich für YouTube was aufgenommen habe. Und, ja, hier sind wir mal wieder, wa? Das ist jetzt auch mehr oder weniger meine allererste Testaufnahme, die ich gerade mache. Also ich habe vorhin über die PlayStation schon eine Testaufnahme gemacht, um zu gucken, ob das funktioniert. Da ging alles ohne Probleme. Es hat nichts geruckelt, es hat nichts gehangen, es hat alles gut funktioniert. Und ja, jetzt dachte ich mir, spiele ich mal eine Runde Dead by Daylight und gucke, ob das auch funktioniert. Oder ob das immer noch ruckelt und hängt. Aber eigentlich sollte es alles funktionieren, denn ich habe ja damals rausgefunden, was das Problem war. Das Problem damals war ja tatsächlich, dass mir meine Wasserkühlung kaputt gegangen ist und mein Rechner einfach ständig zu heiß gelaufen ist. Und ja, da haben wir ja dann damals eine neue Kühlung einbauen lassen. Also keine Wasserkühlung mehr, sondern einen ganz normalen Lüfter. Und dann habe ich gleich, wo der Rechner einmal in der Werkstatt quasi war, gleich noch mehr RAM reinbauen lassen. Einfach, ja, damit der Rechner ein bisschen mehr Leistung hat. Ja, Michaela, okay, Michaela möchte ich kalt werden. Ja, einfach damit der Rechner ein bisschen mehr Leistung halt hat. Und seitdem funktioniert der PC auch ohne Probleme, einwandfrei, alles gut. Allerdings ist jetzt gerade aktuell das Problem, dass unser Internet die ganze Zeit Probleme macht. Wir haben letztes Wochenende im Stream, ich habe eine Stunde gestreamt und dann hatte ich immer wieder Internetabbrüche. Und ich habe echt geguckt, woran es lag. Mein Mann hat geguckt, woran es lag. Und haben dann in die Störungsmeldung geguckt und da war definitiv eine Störung drin. Jetzt willst du geheilt werden, oder was? Ja, alles gut bei DBD wie immer, würde ich sagen. Alles easy. Ihr habt das jetzt auch gerade gesehen mit der Michaela, oder? Das, ihr habt es gesehen, ne? Das war jetzt keine Einbildung, ne? Oh mein Gott, dieses Spiel. Ja, auf jeden Fall ist momentan das Internet am struggeln. Jetzt macht der Rechner keinen Stress mehr, jetzt stresst das Internet rum. Oh mein Gott, der hat keinen Herzschlag gehabt. Holy shit. Der hat mich einfach von Jen gegrabt. Holy, der hat irgendwas mit, dass wenn der kommt, dass man das nicht hört. Heilige. Gott, habe ich mich gerade erschrocken. Entschuldigt. Ja, auf jeden Fall habe ich deswegen gerade nicht so die Lust auf Stream und habe gedacht, hey, wenn ich gerade nicht so die Lust auf den Stream habe, weil das Internet immer schlecht ist, dann lasst uns doch einfach mal wieder was für YouTube machen. Ich muss halt sagen, ich hatte damals einfach dann keine Lust mehr auf YouTube. Ich kann gar nicht mehr jetzt so genau sagen, warum. Mir ist wirklich einfach die Lust flöten gegangen an YouTube, an den Spielen aufnehmen und dem Ganzen. Werde ich jetzt getunnelt? Warum? Warum tunnelt er mich? Es sind zwei Generatoren an. Der hat absolut keinen Grund zum Tunneln. Also wirklich, was ist mit ihm? Junge, ich sag ja, flink rettet Leben. Also, ja. Scheiße, er hat mich gesehen. Ja, auf jeden Fall hatte ich dann irgendwie keine Lust mehr auf YouTube. Und habe es dann einfach sein lassen. Sorry, ich bring... Hallo, rette mich. Danke. Perfekt. Danke, Adam, bester Mann. Ich weiß nicht, warum der mich will, ne? Ich bin nicht mal Obsession oder so.
Es gibt keinen Grund, jetzt hier nicht rauszutunneln. Wirklich. Was ist mit ihm? Habe ich jetzt erfolgreich abgeschmiert? Ich habe erfolgreich abgeschmiert. Oh mein Gott. Was war das für ein Chase? Ja. So, jetzt bin ich leicht rausgekommen. Ich muss das jetzt ja auch alles erstmal wieder üben, mit euch zu reden und gleichzeitig zu spielen. Im Stream ist das ja doch auch nochmal was anderes. Ja, aber auf jeden Fall habe ich gerade nicht so die Lust auf Stream. Und deswegen... Fuck, ich habe reingeschissen. Und hab gedacht, mach mal halt wieder YouTube. Bis wir wieder Lust auf Stream haben. Und das ist jetzt gerade so der aktuelle Stand. Ich möchte für YouTube wieder ein bisschen was aufnehmen. Ich habe einige Sachen, die ich gerne auch nochmal spielen möchte, wo ich aktuell im Stream sowieso nicht dazu komme, weil ich einfach die Zeit nicht habe, so viel zu streamen. Und wenn man Story-Spiele spielt, dann möchte man die ja auch komplett in einem Stream spielen und dann möchte man nicht immer nur so ein bisschen was spielen im Stream. Wisst ihr, was ich meine? Und deswegen habe ich ja Story-Games in letzter Zeit im Stream sowieso nicht gespielt, weil ich habe einmal die Woche gestreamt, wenn es hochkommt, weil aufgrund, wie gesagt, dieser ganzen Internetsituation war das halt einfach alles bescheiden. Und ja, deswegen habe ich gedacht, nehme ich für YouTube, der kommt doch schon, der Wetter. Ah, ne, sorry. Okay, sie hat ihn abgehobt. Ja, dafür hängt sie dann gleich. Er hat versucht zu blenden. Ja, und jetzt habe ich halt gedacht, dann, wenn ich nicht zum Stream komme, dann nehme ich halt für YouTube jetzt wieder ein bisschen was auf. Und habe so gedacht, lass uns gehen, Michaela, der kommt instant zurück. Okay, der jagt noch, ja, ich habe es gerade gesehen. Ja, warum wächst du mich denn jetzt erstmal? Ich hätte dich doch erstmal heilen können. Ja, so. Sorry, meine Gedanken sind alle so ein bisschen... ja, deswegen habe ich gedacht, nehme ich für YouTube ein paar Spiele auf, die ich gerne nochmal spielen möchte, die ich gerne für mich als Erinnerung vielleicht auch nochmal irgendwo festgehalten hätte. Jetzt YouTube oder Twitch, das ist ja völlig egal. Ich habe auf Twitch auch Sammlungen angelegt und Highlights von Spielen, die wir komplett durchgespielt haben im Stream. Und wie gesagt, es gibt so ein paar Spiele, die ich ohne euch gespielt habe, einfach weil es sich nicht angeboten hat, die im Stream zu spielen. Und ich habe gedacht, vielleicht spiele ich die einfach nochmal. Ich möchte so viele Spiele nochmal spielen, einfach weil ich sie so liebe. Da zählt zum einen God of War dazu, da zählt Horizon dazu, da zählt auch Stray dazu. Da zählen sehr, sehr viele Spiele zu. Und deswegen, oh, er hat Fake-Paletten mit. Deswegen habe ich halt so gedacht... Hi. Wieso hat denn der mich gesehen? Was ist denn mit ihm? Ja, deswegen habe ich so bei mir gedacht, vielleicht gehe ich das jetzt mal an auf YouTube. So als kleines Projekt, dass ich vielleicht mal ein paar größere Spiele, ein paar längere Spiele auf YouTube spiele, Let's Play. Und ja, da haben wir auf jeden Fall gut zu tun. Jetzt hat er mich halt gekriegt. Weil wie gesagt, es gibt sehr viele großartige Spiele, die ich sehr, sehr liebe, die ich alleine gespielt habe, ohne euch. Und wo ich auch weiß, dass ihr vielleicht auch nochmal Interesse dran hättet, die zu sehen. Oh, das ist meine Glyphe. Deswegen habe ich gedacht, vielleicht machen wir das jetzt einfach mal so und dann kommt wieder so ein bisschen was auf YouTube und dann ist Stream halt gerade nicht so aktuell. Irgendwann wird sich das sicherlich wieder drehen. Ich meine, das hier sind alles so Sachen, die mache ich ja nur hobbymäßig. Also von daher, ja, ist es ja, ne? Nicht jetzt so schlimm, wenn mal hier nichts kommt oder mal da nichts kommt. Oh, das ist doch schon wieder da. Was ist denn mit ihm? Meine Güte. Tunnelt der mich jetzt oder ist der hinter Adam her? Ich bin mir gerade nicht sicher. Er tunnelt mich. Er will mich raushaben. Ja. Wow.
Ja, und deswegen habe ich gedacht, gehen wir das vielleicht auf YouTube jetzt einfach alles mal wieder ein bisschen mehr an. Weil dann kann ich halt auch sagen, okay, hey, ich nehme abends mal eine Stunde auf, wenn ich Zeit habe. Wisst ihr? Es ist halt nur so, dass ich mich nicht für eine Stunde hinsetze und den Stream anmache. Das lohnt sich für mich halt einfach nicht. So, da ist der Aufwand wieder viel zu groß und dann ist wieder die Gefahr, dass abends gerade viele Leute im Internet vielleicht auch unterwegs sind und mein Internet wieder rumspinnt und ja, und deswegen habe ich gedacht, machen wir das so. Und ich habe auch noch eine andere Idee. Die erzähle ich euch dann aber gleich in der nächsten Runde. Ich hänge noch eine zweite Runde dran. Also, bis gleich. So, ich habe jetzt schon mal auf Aufnahme fortsetzen gedrückt. Ja, meine Idee. Bevor ich es wieder vergesse. Ich habe überlegt, da ja es ein paar Leute gibt, die gerne meine Streams gucken und die auch gerne aktiv am Spiel so mit teilnehmen und was dazu schreiben, habe ich halt überlegt, das vielleicht so zu machen, dass ich, wenn ich was aufnehme für YouTube, nicht jetzt alles wie DBD oder so würde ich jetzt nicht machen, aber wenn ich jetzt halt vielleicht, wie gesagt, so ein größeres Spiel aufnehme, so ein Storygame oder so, was manche vielleicht gucken möchten, dass ich das dann vielleicht über Discord aufnehme und streame, also über Discord streame und parallel im OBS aufnehme, dann wäre mein Rechner auch nicht ganz so überfordert. Weil OBS Stream und Aufnehmen, das ist für den Rechner immer super anstrengend. Und ja, deswegen habe ich halt überlegt, das vielleicht so zu machen. Dass man, wie gesagt, sowas im Discord streamt als Übertragung und ich nehme es halt, wie gesagt, parallel für YouTube auf. Und dann könnte halt auch jemand, der dann mal nicht bei einem Stream dabei war, das dann auf YouTube sich auch im Nachgang noch angucken. Und Discord verbraucht halt nicht so viel Internetleitung oder hat nicht so einen hohen Anspruch an Internetleitung wie jetzt Twitch, ne? Also, ja. Deswegen habe ich überlegt, das vielleicht mal so zu probieren. Dann könnten die Leute halt trotzdem irgendwie da sein. Aber ich hätte es halt auch gleichzeitig für YouTube, hätte aber nicht diesen Struggle mit dem Internet, mit Twitch. Und wer im Discord ist und über Discord schaut, kennt ja die Problematik. Der weiß, dass mein Internet zwischendurch halt einfach mal absacken kann. Und da ist es ja nicht wie auf Twitch, wenn da vielleicht Leute kommen, die zum ersten Mal reingucken oder so, die dann nicht wissen, so, was passiert hier gerade? Warum hängt das die ganze Zeit? Warum passiert da nichts? Und warum lädt das Spiel nicht? Haben wir ein Disconnect? Ich befürchte, wir haben einen Disconnect, ne? Weil ich habe einfach die Aufnahme weitergemacht. Ach, verdammt. Ja, aber wisst ihr, was ich meine? Und das war so meine Idee, das so vielleicht mal zu probieren. Ihr könnt gerne mal unten in die Kommentare schreiben, wie ihr das findet, was ihr dazu sagt. Und ja, das würde mich auf jeden Fall interessieren. Und ich glaube, wir haben ein Disconnect. Oder? Mein Gott, das lädt. Ja, das lädt einfach so lange. Ja, gut. Dann drücke ich einmal vorher auf Aufnahme und dann kommt ein Disconnect. Das kann doch nicht sein, Leute. Wirklich. Gut, dann einfach nochmal neue Lobby und dann sehen wir weiter. Ja, das ist der aktuelle Stand. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann gleich nochmal in der nächsten Runde. So, diesmal hat es geklappt. Diesmal können wir die Aufnahme fortsetzen. Diesmal kriegen wir noch eine zweite Runde. Ja, ich habe euch das, was ich erzählen wollte, ja eigentlich schon gesagt. Dann kann ich euch kurz was zu Dead by Daylight erzählen. Die haben einige Maps neu angeordnet. Also die haben die nicht überarbeitet in dem Sinne, sondern die haben die Anordnung auf den Maps von den Gebäuden, von den Generatoren, von den Jungle Gyms, von den Schrotthaufen-Autos komplett neu angeordnet. Ich komme hier gerade gar nicht mehr so wirklich klar auf den Maps gerade. Gerade auf Macmillan, Schrottplatz und Farm. Und ist das ein Wesker? Ne, da bin ich ja mal weg. Ja, also die haben einige Sachen hier neu angesetzt und ich komme damit nicht mehr klar. Also, ich kenne mich hier nicht mehr aus. Ansonsten, was ist in den letzten 9 Monaten passiert? Es gibt Wesker als neuen Killer. Es gab ein zweites Resident Evil Chapter mit Wesker als Killer.
Und was gab es denn jetzt noch so Neues? Es gibt jetzt den Ritter, aber ich nehme mal an, das wisst ihr ja alles, ne? Was gab es denn jetzt nach dem Ritter noch? Ich habe gerade gar keine Ahnung. Ach ja, die Schädelhändlerin. Okay, abgefarmt. Ja, die Schädelhändlerin war jetzt die letzte neue Killerin. Die finde ich echt stark. Also die haben die schon genervt, glaube ich. Aber an und für sich finde ich die halt echt stark. Wenn man die kann und weiß, wie man sie ansetzen muss, kommst du gegen die echt nur schwer an. Also ist schon krass. Und da hat der Wesker einen weggedämmelt. Das klingt irgendwie immer falsch, wenn man das sagt, ne? Jo. Okay, der rennt da drüben. Dann gehe ich mal fix zum Haken. Ja, ansonsten habe ich nicht viel DBD gespielt in den letzten Monaten. Also ich habe jetzt die letzten 2, 3 Wochen tatsächlich mal wieder ein bisschen mehr gespielt. Aber auch einfach nur aus dem Grund, weil es gerade auf Twitch für Amazon Prime Kunden den Battle Pass quasi von DBD kostenfrei gibt. Muss man den nicht bezahlen und den habe ich mir halt geholt und deswegen spiele ich gerade aktuell ein bisschen mehr DBD. Wegen diesem Battle Pass. Aber ansonsten nicht. Wo kommt denn der jetzt rum? Ja, der ist da drinnen, der Vogel. Okay. Ist ja den Gen schon angehalten, sehr gut. Und schon wieder der Krone. Hat er mich gesehen? I don't know. Blind? Ich bin mit Hedy einfach invisible. Ich glaube, die Runde können wir dezent abhaken, ne? Noch nicht ein Generator an. Die ist tot. Nee, die ist nicht tot. Uiuiui. Dead by Daylight. Macht halt super viel Spaß. Das ist voll das tolle Spiel. Ja, jetzt. Das ist jetzt die Strafe. Ich werde jetzt. Hab ihn getroffen. Ich treffe so selten. Habe ihn getroffen. Er hasst mich jetzt. Oh, Kacke. Jetzt bin ich halt. Ah, ich bin voll in seinen Kacki-Scheiß-Sprung-Kram-Gedönse reingerannt. Hau ab, Junge. Geh weg. Geh wen anders durch die Gegend bremsen. Ja, okay, jetzt hat er mich so bekommen. Gut. Okay. So. Was? Was sagt er? Oh, ich hasse das, wenn der redet. Mag den nicht. Mag Killer nicht, die reden. Ist ja auch der mit dem entzündeten Bauchnabel. Hier, wie heißt er? Der. Ich weiß gerade nicht, wie er heißt. Ich mag den auch nicht. Ihr wisst, welchen ich meine Pinhead. Das ist auch so ein spezieller Fall von Killer. Ich muss mal ganz kurz noch was gucken nebenbei. Okay. Also aufnahmetechnisch sieht das hier alles soweit ganz gut aus. Und okay, ich wollte gerade sagen, es kommt mich keiner abhängen. Aber doch, es kommt jemand. Was ist denn? Was sehe ich denn hier alles? Ach, die Kisten. Möchtest du mich anfassen? Jake, ich habe dich eben auch angefasst. Dann gehe ich mir erstmal Deo besorgen. Weil Deo am Morgen vertreibt Kummer und Sorgen, ihr wisst Bescheid. So.
Talita, komm mit dem nicht hierher. Bitte? Und gleich One-Shot. Rennen die mit dem rum? Ah, genau hier. Ich weiß halt nicht, ob der mich immer sieht. Also ob der mich... Oh Gott, der hat mich gesehen. Der hat mich gesehen, wie ich mich deoriert habe. Oh Mann, unfair. Aber manchmal klappt es halt doch, ne? Mal sehen. Ach, diesmal hat es nicht geklappt. Doch, es hat geklappt. Hä? Ich habe ihn betäubt, aber... Au. Wow. Ich hasse diesen Killer. Ich glaube, jeder hasst ihn. Es gibt, glaube ich, niemanden, der Wesker leiden kann als Killer. Niemand. Keiner mag Wesker. Oh mein Gott, jetzt geh halt einfach weg mit dir. Junge. Jetzt hat er mich. Na gut. Dann bin ich jetzt halt tot. Nee, ich bin noch nicht tot. Ich hänge jetzt erst zum zweiten Mal, aber... Du kommst halt irgendwie mit dem nicht vorwärts. Der hat irgendwie einen sehr, sehr guten Flow gerade in der Runde. Ich weiß auch nicht. Okay, Michaela macht den jetzt fertig. Emma macht den vielleicht fertig. Frage ist, ob sie mich retten kommen. Es sieht aktuell nicht so aus, als würden sie mich retten kommen. Oh Mann. Naja, gut. Es ist ja erstmal nur so eine erste Testaufnahme. Wie gesagt, ich weiß gar nicht, ob ihr die zu Gesicht bekommen werdet. Da ich ja gar nicht weiß, ob die jetzt funktioniert hat oder ob es immer noch ruckelt und laggt und ach, keine Ahnung. Das werde ich dann jetzt gleich aus dem Schnittprogramm sehen. Falls die Aufnahme gut ist, lade ich sie auf jeden Fall hoch. Und ich weiß zwar noch nicht wann, aber ich werde sie hochladen. Aber ich denke mal, ich werde so ein bisschen im Vorfeld was aufnehmen, dass ich so ein bisschen auch einen Puffer habe, dass ich euch so auch ein bisschen wieder gleich eine Regelmäßigkeit geben kann an Videos. Weil jetzt ein Video hochzuladen und dann wieder ewig nix, ist dann jetzt halt auch nicht Sinn und Zweck der Sache, ne? Deswegen, ja. Werden wir dann gleich sehen, ob wir dieses Video... Also ich werde es gleich sehen, ihr dann, wenn ich das Video online gestellt habe. Oh mein Gott, wieso kommen die denn immer mit dem Killer in meine Richtung? Ja, nee, Michaela, weißt du, was ist denn mit ihr? Echt jetzt? Was ist denn mit den Mates? Die kommen immer mit den Killern in meine Richtung. Das kann es doch nicht sein. Wirklich jetzt. Ich gehe jetzt einfach hier ganz weit weg. Michaela ist eh tot. So. Junge, was soll der Mist? Okay, er ist gerade da drüben. Kommt hierher gelaufen. So. Ich warte mal ganz kurz und... Bleib mal ganz kurz hier stehen, was der jetzt so tut. So, er kommt hierher. Okay, wenn er mich jetzt wieder gesehen hat, dann... Hä? Wie, Leute? Wie? Er hat nichts dabei. Er hat einfach nichts dabei. Ich habe Verzerrung mit. Das heißt, wenn er irgendwas hätte, dass er mich sieht, das kann eigentlich nicht sein, weil dann wäre Verzerrung aktiviert... Jetzt habe ich nur noch zwei? What the heck? Eben waren es doch noch drei. Hä? Habe ich mich jetzt so sehr verguckt? Nee, oder? Oh, sorry, Jake. Ich habe dich nicht gesehen. Oh, kacke, ich habe Jake verkauft. Sorry. Hä? Aber wie hat er mich dort gesehen? Ich habe dort einfach nur gestanden. Ich habe nichts gemacht. Ich, hä? Oder war ich jetzt einfach wirklich blind mit Verzerrung und hab's halt einfach die ganze Zeit nicht richtig gesehen? Aber da stand doch die ganze Zeit eine 3. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß es nicht. DBD halt, ne? Ihr kennt's.
Seht ihr, es ist jetzt nicht runtergegangen. Das heißt, er hat kein Barbecue. Es wäre jetzt einmal runtergegangen. Oder er cheatet. Das kann natürlich auch möglich sein, dass er einfach ein Cheater ist. I don't know. Es ist auf jeden Fall irgendwie eine sehr merkwürdige Runde jetzt gewesen. Ich gucke gleich nochmal, was er für Perks mit hat. Aber wie gesagt, ich habe Verzerrung mit. Er hätte mich rein theoretisch dort nicht sehen können. Und er ist zielstrebig dahin gerannt, wo ich war. Also ich verstehe es nicht, ganz ehrlich. Ja. Liefen jetzt beide Runden nicht so optimal, aber ihr kennt es ja nicht anders, ne? Wir sind ja hier auch bei Sterben am Stück. Ja. Also, wenn die Aufnahme klappt, melde ich mich hiermit offiziell zurück. Dann gibt es wieder 2-3 Mal die Woche DBD. Je nachdem, wie ich zum Aufnehmen komme. Und ja, dann sehen wir einfach mal weiter, ne? Wie das alles so jetzt hier läuft und sich entwickelt und wie der Rechner mitmacht und keine Ahnung. So, Endstation. Okay, ja, das interessiert uns nicht. An Gesundheit verliert, verlängerst die Öffnungszeit. Das interessiert mich auch nicht. Ich bin ganz Ohr. Aber warum ist der 48 Meter? Okay, das ist viel. 48 Meter, aber also das ist schon heftig. Okay, dann erklärt sich das aber auf jeden Fall, dass er wusste, dass ich da bin. Also der hat mich halt einfach gehört irgendwie. Ich kenne das Perk nicht, ich weiß nicht, wie das funktioniert. Aber dann hat er mich auf jeden Fall gehört. Gut, dann bedanke ich mich an dieser Stelle fürs Zugucken. Falls überhaupt noch jemand auf diesem Kanal ist. Ah, Nico ist da, das weiß ich. Hallo, Nico. Ja, aber falls ihr ansonsten noch jemand auf diesem Kanal ist und das guckt, hi, schön, dass du noch da bist und dir das hier antust. Ansonsten, wie gesagt, könnt ihr mir gerne in die Kommentare schreiben, was ihr zu meinem Vorschlag sagt bezüglich Discord. Und jetzt höre ich auf, euch voll zu quatschen. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag und ja, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.